Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Kinder Surprise Toys. Und heute möchte ich ja ein bekanntes Armband euch nochmal in einer schöneren Version zeigen. Und zwar handelt es sich um ein Armband, was ihr nur mit einer Gabel anfertigen könnt. Und ja, es ist eines meiner ersten Videos, die ich hier auf den Kanal online gestellt habe. Diese Version gibt es nur in der Bilderversion. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das Ganze nochmal live. Und ja, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ja besser. So, ihr benötigt für dieses Beispiel eine Gabel, einen C-Clip oder S-Clip und zwei verschiedenfarbige Gummibänder. Und dann kann es auch schon losgehen. Ihr haltet die Gabel so vor euch, dass praktisch die Ansichtsseite der Gabel zu euch zeigt. Dann nehmt ihr das weiße Gummiband, legt es um die erste Gabelspitze, dreht es hinter der Gabel zu einer 8 und legt es dann auf die dritte Gabelspitze und schiebt das Ganze nach unten. Jetzt nehmt ihr eure zweite Farbe und macht das gleiche mit der Gabelspitze 2 und 4. Ihr legt es auf die zweite Gabelspitze, dreht es hinter der Gabel zu einer 8 und legt es von hinten auf die 4 und schiebt es dann schön nach unten, dass es so aussieht. Jetzt wiederholt ihr das Ganze. Ihr legt also das weiße Gummiband auf die 1, dreht es hinten zu einer 8 und von hinten auf die 3 und nach unten schieben. Das grüne auf die 2, hinten drehen und von hinten auf die 4. Und nach unten schieben. So sieht es aus. Und jetzt hebt ihr die unteren Gummibänder einfach über die Gabelspitze. Jetzt schiebt ihr alles runter und zieht das Ganze hinten so ein bisschen straff, damit ihr vorne wieder nur 4 Gummibänder liegen habt. Hinten sieht alles noch so ein bisschen ja, durcheinander aus, das wird sich aber mit der Zeit dann geben. Und dann fangt ihr wieder an. Ihr legt das Weiße über die 1, macht eine 8 von hinten über die 3. Und das Grüne über die 2, eine 8. Von hinten auf die 4. Ihr hebt die unteren wieder drüber . Zieht das Ganze straff und fangt wieder an . Ich zeige es euch noch einmal . 1 kreuzen von hinten 3 . Zweite Farbe 2, hinten kreuzen, 4, runterschieben und die untersten drüber heben. Hinten schön straff ziehen und ihr seht, es entwickelt sich langsam zu einem Armband. Das macht ihr jetzt so lange, bis das Ganze um euer Handgelenk herum passt. Lasst es ein bisschen lockerer, also nicht zu eng machen. Und dann ja, treffen wir uns hier gleich wieder und dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze zum Abschluss bringt. So sieht das Ganze jetzt aus. Und der erste Schritt, den ihr jetzt macht, ist hier hinten euch ein weißes und ein grünes zu nehmen. Die stehen meistens so ab. Die nehmt ihr euch auf eure Hakenspitze und klemmt in die beiden euren C-Clip ein. Jetzt geht ihr wieder zu der Gabel und hier legt ihr jetzt das Gummiband der ersten Spitze auf die zweite Spitze und das Gummiband von der vierten Spitze auf die dritte und hebt euch die unteren wieder drüber.
Und die zwei Gummibänder nehmt ihr euch jetzt runter, sodass sie auf eurem Haken hängen. Und auch hier macht ihr jetzt den C-Clip oder S-Clip rein. So, und fertig ist euer Armband. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und freue mich ja auf ein weiteres Video mit euch. Tschüss!